Kühngewandern aus Morgenland. Ein Sternlein führt sie zum Jordanstrand. In Juda fragen und forschen die drei, wo der neugeborene König. Dem Kinde spenden zum Opfer sollt. Und hell erglänzet des Sternes Schein, zum Stalle gehen die Könge ein. Das Knäblein schauen sie wonniglich, anbetend nach. Menschenkind, halte treulich Schritt. Die Könge wandern, o wandre mit. Der Stern der Liebe, der Gnade Stern, erhelle dein Ziel, so du suchst den Herrn. Und vielen Weihrauch, Myrrhen und Gold, schenke dein Herz dem Knäblein hold. Schenk ihm dein Herz. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst in ganz anderer Form am Heiligen Abend. Viele Gemeinden haben sich entschieden, keine Gottesdienste anzubieten. Und wir haben uns vorbereitet und haben gedacht, trotz allem, wir möchten mit Ihnen feiern. Anders als an allen anderen Heiligen Abenden, die ich bisher erlebt habe. Und trotzdem gilt für uns, uns ist heute der Heiland geboren. Das wollen wir miteinander feiern. In dieser, anderer Form, in Ihren Familien, im kleineren Kreis, aber immer in der Gewissheit, Gott geht auch an diesem Abend mit uns. Amen. Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten, bald bei dir zu sehen, den Schönsten, den Liebsten, bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben. Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten, bald bei dir zu sehen. Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten, bald bei dir zu sehen. Den Liebsten, den Schönsten, bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben. Müssen heut viel schöner prangen.
Eile, den Bräutigam selig zu lieben. Eile, eile, den Bräutigam selig zu lieben. Eile, den Bräutigam selig zu lieben. Schöner Braumen, eile den Bräutigam sehnlich zu lieben. Dich ziehen mit zärtlichen Trieben, den schönsten, den liebsten bald bei dir zu sehen, den schönsten, den liebsten, bereite dich ziehen mit zärtlichen Trieben, bereite dich ziehen mit zärtlichen Trieben. Den Schönsten, den Liebsten, bald bei dir zu sehen. Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben. Den Schönsten, den Liebsten, bald bei dir zu sehen. Den Liebsten, den Schönsten, bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben. Zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten, bald bei dir zu sehen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sie schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechts Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die schwanger war. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde.
Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete auf sie, und sie fürchteten sich sehr. Brich an, o schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher Christus ist, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden bei den Menschen seinen Wohlgefallen. Als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Musik.
Liebe Weihnachtsgemeinde, nun ist sie da. Die heilige Nacht, die Weihnacht, die geweihte Nacht. Wie viele Gedanken haben wir uns in diesem Jahr um das Fest gemacht? Wie sollen wir es mit wem feiern? Wie bekommen wir die letzten Geschenke, die wir normalerweise ja sogar am Morgen des 24. Dezember hätten einkaufen können? Und dann können wir überhaupt feiern? Die Kirchen, machen sie nicht alle zu? Und angesichts der ständig steigenden Zahl der Corona-Infizierten, macht es nicht Sinn? Und dann die viel zu vielen Sterbenden an diesen Tagen. Ich wünsche mir mit so vielen von Ihnen, dass wir einfach anders feiern könnten, dass der Himmel sich öffnete und wir endlich aufatmen. Dass ich einmal die Worte hören könnte in diesen Tagen, die damals die Hirten gehört haben müssen, als die Engel vom lichten Himmel auf unsere Dunkelerde gekommen sind. Und sie brachten die Botschaft in die Welt, die damals so ganz und gar anders war. Damals. Damals, das haben unsere Eltern, unsere Großeltern, viele Generationen vor uns immer wieder gehört. Damals sagte der Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Jedes Mal, wenn diese Worte in einem Weihnachtsgottesdienst erklingen, halten die Menschen inne. Ob wir es wollen oder nicht. Eine große Freude widerfährt uns. Mit diesem altertümlichen Wort widerfahren wird eine ganz schlichte Nachricht beschrieben. Ein Kind ist geboren. An jedem Tag werden auf unserer Welt unzählige Kinder geboren. Und das ist überhaupt nichts Aufsehenerregendes, abgesehen natürlich von den Eltern, die ihr neugeborenes Kind für das größte Wunder der Welt entdecken. Und dann mag man sich dann doch fragen, muss für die Geburt dieses Kindes denn gleich ein Engel kommen? Für dieses Kind musste ein Engel kommen. Ja, er musste. Denn mit diesem neugeborenen Kind kommt Gott zu uns Menschen. Gott kommt uns ganz nahe und er sagt uns, das Leben hat Zukunft, auch in diesen Tagen. Auch in diesen Tagen der Trauer, der Sorgen, der Unsicherheit. Und wir Menschen, wo immer wir sind, ganz gleich, ob unsere Herzen gefüllt sind mit Sorgen und Sehnsucht oder mit Zuversicht und Freude, wir sind von einem liebenden Gott umfangen. Er lebt mitten unter uns, zart, zerbrechlich, wie in einem neugeborenen Kind. Das Kind erinnert uns. Wir Menschen können einander liebevoll
fürsorglich, zugewandt sein. Wie war es damals? Wahrscheinlich kalt in dieser geweihten Nacht. Es gab vielleicht noch ein bisschen warmes Stroh im Futtertrog, die leise atmenden Tiere, bei dem die Fremden Unterschlupf gefunden hatten, und dann die Geburt des Kindes, hinausgepresst aus dem warmen Mutterschoß in die Unsicherheit der Welt, zum Heil der Welt. In die Zerbrechlichkeit und Bedürftigkeit unserer Welt kommt Gott in einem Kind. Gott wird Mensch, damit wir Menschen wieder zu Menschen werden. Und wir müssen und sollen überhaupt nichts leisten, damit er kommt. Keine Vorleistung, keine Bemessung unserer Glaubensstärke. Gott kommt zu seiner Zeit in unsere Welt. Und niemals hatte sich jemand damals darauf vorbereiten können. Der Stall, er war überhaupt nicht weihnachtlich dekoriert und es gab keine duftenden Essenzen, die in das Stroh hineingemischt waren. Maria und Josef hatten keinen besonderen Qualifikationsnachweis erbracht, um sich als würdig für die Elternschaft dieses Kindes zu erklären. Gott kommt. Er kommt so, einfach in unsere Welt, so wie wir gerade sind. Er wählt sich die Zeit und die Ort seines Kommens und seiner Menschwerdung aus. Und er tut das arm, nackt, kalt, in der Nacht, weil wir ihn genau dort gerade brauchen. Nacht. Nacht ist es jetzt auch bei uns. Wir tasten uns durch die Tage, fragend, suchend, manchmal wie wund, wenn wir uns fragen, wie wird das werden? Die Bibel meint nie nur eine bestimmte Tageszeit, wenn sie von Nacht spricht. Nacht ist die Zeit, in der unser Leben ganz besonders dicht ist, undurchsichtig, wie ein dicht gewebter Stoff, durch den das Licht überhaupt nicht hindurchdringen kann. Nacht ist, wenn unsere wohldurchdachte und verstehbare Ordnung nicht mehr für uns greifbar ist. Wenn wir uns nicht mehr auf unsere Sinne verlassen können, wenn wir nach Orientierung tasten müssen. Nacht ist, gerade jetzt, in diesen letzten Tagen, da, wo wir viel zu viele Menschen verloren haben, mit dieser schrecklichen Krankheit, Covid-19. Das sind Menschen, um die wir lange gehofft, gebangt und dann doch vergeblich gekämpft haben. Großeltern, Freunde, Nachbarn, alle, die uns jetzt in diesen Tagen fehlen. Nacht ist eine Zeit, die nicht in unseres Menschen Macht steht. Uns gehört der Tag, und die Nacht fürchten wir, weil sie uns so klein macht. Die Nacht gehört Gott. Das ist die Zeit seiner Allmacht, seiner Souveränität. Und darum klingt es auch in diesen Tagen neu. Die vertrauten Worte klingen neu. Gott wird als hilfloses, kleines Kind geboren. Und in seiner Zerbrechlichkeit scheint ein Licht, das Licht des Lebens. Zuerst für Maria, für Josef, für die Hirten und dann doch auch heute für uns. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit Gottes strahlte sie an, und der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volke widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Fürchtet euch nicht. Das ist es, was wir am Heiligen Abend feiern. Das Licht des Lebens kommt zu uns, mitten in der Nacht. Durch ein kleines, ein wehrloses Menschenkind. Ausgesetzt der Bedrohung durch Gewalt und Tod, wird es dennoch für uns zum Retter. Ein Kind gegen Kriege, gegen Tyrannen, gegen Not, gegen Pandemien und Katastrophen, gegen Menschenhass und Zorn. Ein Kind. Inmitten dieses Weihnachtsfestes will Gott auch zu uns kommen. Und dann hören wir wieder auf diese wunderbare Geschichte von der Geburt, von Maria, dem stumm gewordenen Josef, den Hirten. Die Mächtigen haben damals eigentlich gar nichts gesehen und nichts gehört von den großartigen Engeln. Aber die Hirten auf dem Felde, sie horchten auf diese armseligen Gestalten, die dem Wind und dem Wetter ausgesetzt waren. Und ihnen ging das Herz über. Uns ist heute der Heiland geboren.
Und dann standen sie auf, gingen los, spürten das Licht in ihrer Dunkelheit, Gottes Kraft. Weihnachten, geweihte Nacht, Anfang eines neuen Lebens. Drum lasst uns aufstehen und fürchtet euch nicht. Amen. Schlaf nun
Wenn Sie in diesen Tagen, in den Abenden, in den Himmel schauen, wird ein Stern heller strahlen als alle anderen. Und vielleicht ist es der Stern, der uns die Richtung weist. Die Richtung, dass unser Erlöser und Retter geboren ist. Und er weist uns den Weg. Und so folge diesem Stern. Denn Gott segnet uns. Gott geht mit uns den Weg durch die Nacht und in den Tag. Er lässt seinen Stern hell erstrahlen. So hell wie damals in Bethlehem, damit wir finden, was wir suchen, was wir uns ersehnen. Gott geht selbst mit uns als Engel, der uns schützt, der uns erinnert, was heute der Grund des Festes ist, damit die Hoffnung bleibt. Auch dann die Hoffnung bleibt, wenn Tage kommen, die unser Leben verdunkeln. Und so schenke uns Gott, der Kinder und der Gott, der Großen, der Vater, der die Welt gemacht hat, der Sohn, der uns als Kind entgegenlacht und der Geist, der alles wohlbedacht, seinen weihnachtlichen Segen. Amen. Glorious morning.
and his gospel is peace. Chains shall he break, for the slave is a brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name.